Nee, warte mal. So. Jetzt macht die Cray auch ein bisschen mehr Schaden. Sehr schön. Und ich glaube, von hier sind wir jetzt gekommen, oder? Genau, hier war der Eingang. Oh, hier haben wir diesen... Oh, sehr schön. Den haben wir doch gesucht. Na, die Macht lädt sich ja nicht gerade schnell auf. Aber gut. Ah, hier gibt es ein bisschen was zu holen. Okay. Jetzt müssen wir geradeaus, genau. Ich habe noch mehr davon im Angebot. Ich wurde vergiftet. Der mit seinem blöden Gift. Boah, das Gift haut ja richtig böse rein. Oh, die geht natürlich jetzt schon wieder gerade zum nächsten. Oh, cool. Oh, das ist gefährlich, was die da macht. Da ist nichts mehr. Ja. Ich höre. So, Kraya. Eure Gedanken werden gestört. Ich spüre sie wie einen Schauer, der euch durchläuft. Orte wie dieser absorbieren und reflektieren die Macht. Die Kristalle dienen als Katalysatoren. Ich spüre, dass Revan einst hier war und einen starken Einfluss auf die Kristalle ausgeübt hat. Vielleicht werden Jedi, die in Zukunft diese Höhle betreten, unsere Anwesenheit spüren. Als wären unsere Fußabdrücke auf dem Boden zu sehen. Okay. Oh. Ich glaube, ich sollte vorher abspeichern. Ja. Speichern wir kurz ab. So, auf Nummer sicher gehen. Oh. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Oh, was ein Krieg hier. Ja? Boah, der ist ja richtig stark. Was gibt es? Yeah. Oh. Komm schon, Kraya. Oh. Stirb. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Boah. Hey, Leute, der war jetzt gar nicht mal so schwach gewesen. Die steht jetzt sowieso von alleine wieder auf. Hey, 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 hey. Ich will noch Level up. Oh, Leute, wir sind langsam richtig. Stärke, Intelligenz. Okay. Ja, Gesundheit. Wäre halt für uns schon langsam ein bisschen wichtiger. Fähigkeiten. Mhm.
Oh. Ja, ja, verbessertes Heilen. Das finde ich gut. Oh, Laserschwertkristalle, Leute. Der Kristall reagiert auf euch. Das ist in der Tat ungewöhnlich. Das brauche ich nicht. Wollt ihr es haben? Nein. Der Kristall ist mit euch verbunden. Ein anderer Jedi hat keine Verwendung für ihn. Okay. Warum ist dieser Kristall etwas Besonderes? Aufgrund eurer Bindung zu diesem Kristall wird dieser stärker. Wenn auch ihr an Macht gewinnt. Dieser Kristall ist ausgezeichnet für ein Lichtschwert geeignet. Okay. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Kristall. Und da kommen wir nicht hin. Gut, wir haben also die Kinrath-Höhle gesäubert, haben einen neuen Kristall für uns, wir haben auch die Sensoren. Wir kommen sehr, sehr gut voran, Leute, sehr gut. Ah, ich würde gerne nochmal gucken, wenn ich den jetzt rauspacke. Was ist los? Ob der uns was schon basteln kann hier. Braucht ihr etwas? Ja, Jen. Warum wolltet ihr kämpfen? Ah, der will mit mir reden. Nee, auf der. Ich wollte. Ja, ich hab. Das ging mir. Mein. Ja, gut, hab jetzt gerade keine Lust, mit dem zu reden. Okay. Ich pack wieder Kreia aus, weil die brauchen wir halt echt. Beziehungsweise Etten tue ich jetzt mal entfernen und nehme einfach Kreia dafür dazu. So ist auch okay. Genau. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Also langsam sind wir echt stark. Hier unten waren wir jetzt noch nicht gewesen. Oh, da ist er wieder. Schleicht euch vielleicht nicht so an. Hier in den Tunnel ist es dunkel, um zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden. Ich leuchte nicht. Gut, der will wissen, was wir hier in der Kristallhöhle machen. Ihr habt sicher schon von mir gehört. Ich bin Nier, der berühmte Höhlenforscher. Der glaubt uns das auch noch. Warum greifen euch die Kinrath nicht an? Ein Berufsgeheimnis. Macht überreden. Ihr werdet mir euer Berufsgeheimnis verraten. Ich brauche so eine Duftdüse. Dann töte ich euch eben. Die Düse gehört mir. Lebensentzug, Machtschrei, Horror, Machtblitze. Und los.
Jupp, keine Chance. Oh, ich habe ja gar nicht Crayer dabei. Den wollte ich ja entfernen. Ah, ich bin noch im Kampf. So. Ich habe dem seine Duftdüse hier bekommen. Ich nehme an, dass ich die anziehen kann, da werde ich ihn angegriffen. Aber ich kämpfe lieber. Sehr schön. War ja ein leichtes. Also ein leichtes. Wir haben ganz schön eingesteckt, muss ich sagen. So, jetzt reden wir doch mal mit dem Typen da hinten, weil wir die Sensoren gefunden haben. Ihr habt nicht zufällig ein paar Atmosphärensensoren gefunden? Doch, habe ich. Ich habe schon drei gefunden. Das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten. Mein Angebot steht noch. Ich gebe euch 3000 Credits für alle. Hier bitte, ich nehme das Geld. Danke für eure Hilfe. Hier ist das versprochene Geld. Wenn ich wieder in Kunda bin, gebe ich sie Zeron. Sehr schön. Erfahrung erhalten, 3000 Credits und einen neuen Tagebucheintrag. Du hast die Materialien. Nee. Okay. So, dann waren wir jetzt in der Höhle. Die haben wir jetzt gesäubert. Ah, da hinten hätten wir noch was. Und in die Enklave gehe ich am besten auch noch. Keine Chance. Ich brauche unbedingt mehr... Hof der Enklave, da müssen wir hin. Das schaffen wir noch zeitlich. So. Da haben wir ein paar Söldner. Sehr schön. Was haben wir denn hier für eine Gruppe? Dobak. Ihr seid im falschen Lager gelandet. Ihr seht aus wie ein Krieger, aber wir haben schon genug Blaster. Wenn ihr Arbeit sucht, solltet ihr abreisen. Wir brauchen hier keine Konkurrenz, verstanden? Ich hörte, dass ihr den Siedlern Ärger macht. Ah, das sind die, die angreifen. Und wenn schon? Sie betteln doch förmlich darum. Ihr habt sie gesehen, oder nicht? Sie sind schwach. Sie sind so erbärmlich. Ihr macht das schon richtig. Ihr seid gar nicht so übel, wisst ihr? Sie machen uns das Leben schwer und müssen den Respekt vor den Stärkeren erst wieder lernen. Was denkt ihr über Dantooine? Das ist nur irgendein Raumhafen. Wir sind schon viel zu lange hier. Und die Siedler... Was haltet ihr von der Administratorin? Sie hat Mumm, aber sie konzentriert sich offenbar nur darauf, uns von hier zu vertreiben. Terena muss begreifen, dass wir nicht gehen. Okay. Okay, das ist anscheinend hier die Gruppe... Sozusagen wie die feindliche Gruppe, glaube ich. Aber gut. Meistens gibt es ja auf jedem Planeten so zwei Parteien, auf die, wo man sich entscheiden kann. Tun wir nochmal aufräumen hier ein bisschen. Wie gefällt euch das? Yeah! Boah! Leute, ich bin langsam richtig stark. Yes, Crayer ist auch Level up.
Sehr schön. Ah, das verbesserte Heilen hat sie leider noch nicht drauf. Geben wir ihr Machtbarriere. Jo. Gerade mal aktivieren, Junge. Oh, hier vorne ist noch jemand. Scheint wieder ein Söldner. Bist du ein neuer Schrottsammler oder eine Kunda-Kantina-Ratte, die sich beschweren will? Ich bin kein Schrottsammler. Ach nein? Du bist kein Söldner. Und wenn ich mir deine Waffen so ansehe, bist du auch kein Missionar. Du willst sicher zu den Ruinen. Kleiner ja. Tipp unter Kollegen. Kehr um. Da gibt es nichts zu finden. Ich brauche deine Erlaubnis nicht, um zu den Ruinen zu gehen. Du siehst nicht aus, als hättest du vor, in den Ruinen rumzukriechen. Aber wenn du in die Katakomben willst, brauchst du die Erlaubnis der Administratorin. Die habe ich. Ich will zu den Ruinen. Ich habe einen weiten Weg hinter mir. Wenn du nicht auf andere hörst, kannst du mir vielleicht helfen. Hier ist nur noch in den Katakomben was zu holen. Und da haben sich bis jetzt nur ein paar Idioten runtergetraut. Tja, und jetzt sind sie tote Idioten. Ich würde ihre Leichen da gerne rausholen und anständig begraben. Das Loch ist kein Grab für einen Schrottsammler. Wenn du da unten ein paar Tote findest, nimm sie und ihre Ausrüstung mit. Ich gebe dir für jede Leiche 500 Credits. Ja, nicht schlecht. 500 Credits für jede Leiche. Das machen wir doch. Okay, Leute, anscheinend reicht die Zeit doch nicht mehr so für die Ruinen. Ich muss die Aufnahme hier abbrechen. Ich muss jetzt das Let's Play an dieser Stelle abbrechen. Gut. Auf jeden Fall werde ich weiter noch aufnehmen. Aber ja, ich will das jetzt erstmal rendern, was ich hier aufgenommen habe. Und sonst sehen wir uns zum nächsten Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2 wieder. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.